Was hat sich denn alles zum Thema LS22 bei mir auf der Karte getan? Also wie gesagt, wir hatten ja am Anfang 15, 30 Kühe gehabt. Den Stall habe ich jetzt voll mit Jungtieren gekauft. Also da sind wir auf jeden Fall randvoll. Denn ich habe nämlich einen kleinen Fehler gemacht. Ich wollte ja eigentlich direkt mit der Milchproduktion anfangen. Da ich mir aber diese Kühe geholt habe, die Limousinen, waren es ja leider nur Fleischbällchen zum Verkauf quasi gewesen. Also sind nur Mastkühe. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ah ja, komm, geh ich mal noch auf die Suche, schauste, was kriegst du dann noch so als Fleischerei. Drei Mods sind mir dann quasi ins Auge gestochen, was gut ist. Den einen habe ich, also einen habe ich mir jetzt runtergeladen. Der kann Schwein wie auch Kuh verarbeiten. Und ja, das war so als kleines Nebenverdienst, Verkauf, wie auch dem da sein. Genau, und da wird auch schon wunderbar, der Bot hat's gecheckt, wunderbar. Meine Modliste wird nämlich auch gerade angezeigt, also da habe ich mir auch eine kleine Mühe gemacht. Wer aktiv die Mods, die ich da benutze. Allerdings sind wir, wie gesagt, neu dazugekommen. Es werden alles noch überarbeitet, aber das so am Rande. In den nächsten 2 Wochen habe ich mir mal ein großes Ziel gesetzt, und zwar Thema Kartoffeln, Thema Zuckerrüben. Also das geht jetzt in die Richtung. Das Mais Plus wird sich noch ein bisschen weiter nach hinten versetzen lassen müssen, denn noch standardgemäß bin ich noch nicht so ganz draußen aus dem Konzept. Also wie gesagt, kleine Vorbereitung habe ich schon gemacht. Also wir brauchen ziemlich viel Schotter. Das heißt auch ziemlich viel erwirtschaften. Und ja, hoffe halt, dass man da ein bisschen was reinbekommt. Denn ich habe heute Morgen auch noch ein bisschen, oder ich bin seit gestern? Eigentlich seit 2 Tagen bei Knutzt, Bäckermeister quasi, Pavel, auf der Community LS, die den Precision Farming benutzen, und da habe ich mir schon die ein oder andere Erfahrung gesammelt, auch schon mit den Gerätschaften gearbeitet, und da werden wir jetzt auch gleich mal, also der Mod wird demnächst auch noch drauf kommen, um somit wieder ein bisschen dem Realismus quasi gesteigert werden. Ja, so zum Thema ganz schön trockener Stoff, ne? Also deswegen habe ich mir gedacht, ah ja, komm, such dir einfach mal bei Giants auf der Seite mal einen schönen Mod, wo du halt quasi so einen kleinen Pritschenwagen dran haben kannst. Und dann ist mir quasi der Lizard aufgefallen. Also wie gesagt, da gibt es zwei Varianten. Einmal mit Scania vorne dran, Scania Power Hyperbauer. Und oder einmal mit Lizard. Ich habe mich für Lizard quasi entschieden. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen. So, das ist quasi der Lizard Scania. Also da habt ihr quasi die volle Palette, was man da alles benutzen kann. Ja, ich habe zwar jetzt den Schiebevorgang da genommen, aber man kann den auch in einer ziemlich verschiedenen Ausführung haben, ob 6, 8x4, also wie gesagt, oh, hey. Bim. Das Rad so oft klappt. Ja, also da könnt ihr ziemlich viel auswählen, was ihr da so haben möchtet. Ich habe dir einfach die Standardvariante genommen. Eine Achse, eine Sache, das langt mal. Und ja. Wo ich sagen muss. Ah doch, sieht nur so aus. Naja. Genau, also es geht einfach darum, dass ich, wenn ich vom Händler bin, ein paar Sachen aufladen will. Wie gesagt, einerseits das Mineralfutter für die Kühe, das ist quasi schon leer. Da habe ich zwei Paletten schon hier rein. So, ich hoffe halt, dass die Musik nicht laut ist, dass man mich einigermaßen gut versteht. So, also, dann wollen wir mal.
starten wir heute mal den weiteren Tag. Denn heute Morgen war es echt. Also es gab bei GeForce Experience gab es ein Update für die Grafik, dann was gab es für Windows Update, also heute Morgen und sogar weiß gerne, was heute Morgen noch an Updates kam. Gab es sogar noch Internetprobleme bei mir, wo ich gedacht habe, ey, das ist doch wieder. Da hast du wieder von allem etwas dabei, ne? Also. So. Also auf jeden Fall in den nächsten 2 Wochen brauchen wir ordentlich Schotter. Dass wir auf jeden Fall die Gerätschaften für die Zuckerrüben, also die eins von beiden Kartoffeln oder Zuckerrüben quasi anfangen. Bevor wir dann dieses Precision Farming dazu holen. Dann schauen wir quasi mal, was da noch abgeht. So, also, wir sollten Feld 37 als Assistent. Das wäre zeitnah das Beste. Aber ja. Das ist doch auf jeden Fall mal wieder was Tolles. Ich freue mich auf jeden Fall. Mal wieder Bock hab zu streamen. Wie gesagt, eigentlich wollte ich ja schon am Montag anfangen, aber da kam ja das bisschen mit dem Video zurecht. Dass ich da noch ein bisschen was weiter geschnippelt hab. Mat rein und gib ihm. Ja, und nichts anderes habe ich quasi heute Morgen gemacht, zwischenzeitlich, wo ich bei Pavel mit auf der Farm war. Die haben auch eine sehr schöne Karte, die vielleicht sagt das ein und anderen was, die Osata-Karte. Ich muss schon sagen, das sind schon die Feldwege, die gefallen mir. Also, da kannst du nicht mit 30 oder 40 drüber heizen, ohne dass du dir mal irgendwas kaputt machst. Sondern da musst du schon ein bisschen drauf achten, wie du da fährst. Also, ne? Vor allem mit dem kannst du wunderbar das Allrad benutzen. Also, freut mich ja umso mehr. Apropos Allrad, ja gut. Naja. Aber so ist es schon. Ja, was gab's denn noch Schönes an in den 2 Wochen seit Silvester? Ja. Was mich schon länger beschäftigt, oder auch schon, ja, das ein oder andere Mal drin ist, ist halt auch das Thema Vollzeit-Streamer. Naja, ihr wisst ja so grob, was ich und meine Freundin für dieses Jahr quasi geplant hab. Oder geplant, ja, vollenden möchten, ne? Das ist schon in Arbeit. Grob abgesteckt ist es, was der Plan betrifft, aber dahin zu kommen, das ist halt, ja, das wollen wir halt quasi mit euch zusammen machen. Nicht alleine, sondern zusammen. Deswegen hoffe ich, dass, wenn es jetzt heute Abend Zeit hat und sie kommt von der Arbeit, ne, dann darfst du nämlich auch da mal wieder eine Runde
Farming spielen und sich noch Steuer setzen und naja. Ihr wisst ja, ne? Oder fahren, am Traktor fahren, das kann ja nur. Eieiei, da muss man mal schon ein bisschen. Ja, auf der einen Seite bin ich noch mit jemandem am Verhandeln, und zwar geht es nämlich um die Sub-Batches für jährlich, ne? Also für die, wo schon jahrelang dabei sind, der mir da ein bisschen hilft.